Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar ist ein neues Wie viel ist dein Outfit wert? Video von Leon Online. Und zwar das 215.000 Euro Outfit von Milliarden Mike. Wer Milliarden Mike nicht kennt, kann ihn ja gerne mal googeln. Er sitzt mittlerweile wieder in U-Haft. Dazu kommen wir auf jeden Fall später im Video. Das kommt dort auch vor. Zurzeit kommt es mir irgendwie so vor, als ob jeder mit einem 200.000 Euro Outfit oder so rumläuft. Sind zurzeit einige Videos. Aber ich würde mal nicht länger rumfackeln. Wir geben uns einfach mal das Video. Let's go. Die Jacke, die ist halt besonderes, auch eine Anfertigung von Celli, die kostet 30.000. Das ist Elfenbein. Elfenbein? Elfenbein mit, das ist Gold und ein Karat Brillanten drauf. Leute! Die Uhr ist Platin, die kostet 1.000, ist voll besetzt mit Brillanten, ringsrum mit Brillanten. Auch hier mit Brillanten. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon und willkommen zum neuen Video. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert? Und ja Leute, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, mich kostenlos zu abonnieren. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn genau dann werde ich ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Peace. So Leute, wir haben jetzt hier einen Special Guest und zwar haben wir Milliarden Mike hier. Wie geht's dir, Mike? Gut, gut, sehr gut, ja. Was machst du heute? Ein bisschen spazieren, oder? Ja, ein bisschen gucken, spazieren in der Stadt, ein bisschen. Wetter ist kalt, ist ja schon ein bisschen, aber es geht. Ja, und Sonntag ist ja nicht so ein guter Tag für dich, weil da kannst du ja kein Geld ausgeben, ne? Ach doch, je nach Essen. Ja, ja, okay, Essen kann man natürlich, ne? Ja, klar. Ja, okay, schon. Auf jeden Fall, Milliarden Mike. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ein bisschen auf dein Outfit ein. Gut. Und ich würde sagen, wir fangen mal bei den Schuhen an. Was sind das für Schuhe? Das sind Schlangenlederschuhe, Sonderanfertigung, die kosten 4.000. Unten steht mein Name drauf, MM. Digga, 4.000 Euro für ein paar Schuhe. Ja gut, aus Schlangenleder. Ja, Mike. Okay, und wo warst du die her? In London. In London anfertigen lassen? Ja. Musstest du da extra hinfahren, oder? Da fliege ich mal rüber, wenn ich was brauche, und das ist mal anfertigen, ja. Okay. 4.000 Euro. Und sind die dann wenigstens bequem, ja? Die sind sehr bequem. Sehr bequem, ja, okay, spannend. Was haben wir noch? Hose? Das ist auch normale Jeans, würde ich nicht sagen, die kostet 200. 200 Euro. Ich sehe, das ist eine Replay-Hose, ja, Leute. Ja, richtig. Trägst du meistens Replay, oder? Meistens, ja. Hast du eigentlich früher, wo das so im Hype war, auch True Religion getragen? Nee, habe ich nie getragen. Die mit den dicken Nähten, weißen Nähten, weißt du? Gar das nicht? Das sieht so schwuchtelmäßig aus, da habe ich keinen Bock drauf. Ah ja, okay. Also ich habe nichts gegen Schwule, aber ja. Ich mag das nicht. Nee. Okay, was haben wir noch? Gürtel? Schlange. Schlangenledergürtel, Leute. 498. 498.000. Ja. Nein. Okay, also 500 Euro knapp, Leute. Auch Schlangenleder. Auch Schlangenleder. Ist das alles Python? Alles Python, ja. T-Shirt. T-Shirt ist Giorgio. Giorgio Armani. Das ist 140 oder was? 140. Oh, ganz easy, ne? Jacke. Jacke, die ist halt besonders, auch eine Anfertigung von Celli, die kostet 30.000. Von Celli? Celli. Man kann das nach googeln. Man kann ja viel erzählen, viele spinnen ja auch und übertreiben ein bisschen. Ja. Aber bei mir kann man immer alles nachgoogeln. Es ist doch sehr, sehr billig. Mein Mantel davon, der kostet knapp 60. Der 30.000 für so eine scheiß Jacke. Aus Python-Schlangenleder. Krass. Also abnormal teuer. 60.000. Und die Jacke jetzt? Die kostet 30.000. Komplett Schlangenleder, 30.000. Ja, man zahlt natürlich den Namen mit, ne? Ist klar. Zilli, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Marke Zilli habe ich noch nicht gehört. Ja. Einmal googeln, so wird es geschrieben. Viele wissen nicht, wie sie schreiben. Ja, Zilli. Und der kostet eine Schreckjacke. Mit ein bisschen Leder, 8.000, 7.000 schon. Echt? Also okay. Das ist noch sehr billig, ja. Und die hast du woher? Die habe ich in London. Auch aus London? Ja. Da bei den Schuhen in der Nähe? Nee, da nicht. Ah, okay. Darf ich den nochmal von innen sehen? Ja, ich habe da gesehen, so ein bisschen Gold. Auch MM hier. Das ist Milliarden Mike. Alles ist von Milliarden. Auch die Schuhe. MM. Nicht nur erzählen, muss auch drauf sein. Ja, okay. Spannend. Was haben wir noch? Ja, was haben wir noch? Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger? Ja. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier haben. Das ist Elfenbein. Elfenbein? Elfenbein mit, das ist Gold und ein Karat Brillanten drauf. Ein Karat Brillant, das muss ja Vermögen wert sein, ne? 10.000 kostet das. 10.000? Das muss ja ein Vermögen wert sein. Nö, 10.000. Nur 10.000. Also man muss schon echt zu viel Geld haben, wenn man sich so einen unnötigen Schlüsselanhänger anfertigen lässt. Krass. Also die Größe ist her? Anfertigen lassen. Anfertigen lassen. Wo lässt man sowas denn anfertigen? Ein Juwelier. Aber ein Juwelier. Ja. Okay. Und da fertigt ihr natürlich alles, was ich will. Ja.
Ich habe gesehen, du hast da einen Autoschlüssel noch gehabt. Was für ein Auto war das? Ein GTS. Ein GTS? Gekauft oder geleased jetzt? Ja? Gekauft. Gekauft? Kann man Brief jeden Tag zeigen. Die meisten in Hamburg, die ich kenne, die neureichen Arschsteuer, sage ich immer, machen auf dicke Welle, leasen ein Auto, einen Tag fährt der Bruder hin, einen Tag der Onkel, ja, und irgendwann können sie die Rate nicht mehr bezahlen, geht der Wagen wieder zurück. Okay. Ich sehe jeden Tag manchmal Ferraris hier rumfahren, Lambos und alles. Etwa war es mal ein Unfallwagen, der die Großfamilie ist bei vielen Türken auch so. Ja. Aber einer finde ich es gut. Alle schmeißen Geld rein, bloß eine Woche fährt der, eine Woche vor der, und das finde ich natürlich nicht mehr so lustig. Ja. Also das, weißt du, ich kann mir noch das leisten, was ich auch mir erlauben kann. Ja. Weißt du, ich fahre jetzt einen Ferrari, muss für 10 Euro tanken und kann die Raten nicht bezahlen. Dann fahre ich lieber einen Golf und habe Taschen voller Geld. Ja, aber ich habe beides, kann große Autos fahren, weil ich Geld habe. Das haben viele. Also der hat hier auf jeden Fall recht, das stimmt schon echt. Ihr müsst immer das große Ganze sehen, nicht nur die Leasingraten oder die oder den Betrag, den ihr für eures den Betrag, den ihr für euer Auto bezahlen müsst. Im Endeffekt müsst ihr die Unterhaltskosten noch bezahlen und es sind Tankversicherung, dies, das, Ananas. Wenn ihr euch das nicht leisten könnt, macht es echt keinen Sinn. Also ich weiß aber schon, was der meint, dass man als Familie sich ein Auto least, aber es hat keinen Sinn. Natürlich nicht, die machen auf dicke Welle und steckt nichts dahinter. Ja. No, bla bla. Ich habe natürlich oft sehr viele Neider. Oh, mein Gott, mag Spinner und so. Bloß der Spinner hat immer Geld in die Tasche und schmeißt sie tot mit Geld. Das ist das Gegensatz zu den Leuten, die kein Geld haben. Okay, dann machen wir jetzt mal direkt mal einen Live-Test, mein lieber Mike. Was hast du denn in der Tasche jetzt? Wie viel Kohle? Auch nicht viel, ich glaube 20 oder 25. 20, 25, das ist nicht viel. Ich habe noch in die Tasche so Kleingeld. Wie gesagt, Scheiße, das ist ja Kleingeld. 20 oder 25.000 hat halt mein Bar dabei. Naja, also der 500er wurde auf jeden Fall abgeschafft. Wer weiß, ob das Blüten sind. Man weiß ja nie. Ich kann dir auch meinen Bankauszug zeigen, was ich drauf habe. Kein Problem. Echt? Das würdest du auch noch zeigen? Natürlich würde ich zeigen. Also du bist da komplett offen? Nein, das war letztes Jahr auch im Fernsehen gewesen. Echt jetzt? Ja, natürlich. Bin mal gespannt. Habe ich kein Problem mit. Aber die meisten machen nur bla 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 und spinnen rum hier in Hamburg. Wir fahren mit den Erstklasse an, machen auf dicke Welle und lassen den kleinen Zuhälter raushängen und haben abgezähltes Geld in Taschen. So Leute kann ich zum Tod nicht haben. Kannst du nicht haben? Nee, kann ich nicht haben. Was ist ja keine Schande. Einer arm ist okay. Ja. Muss ja nicht jeder Millionär sein. Aber dann sollen sie nicht so dicke Welle machen. Und nur anzugeben. Ja. Den Typen kann ich nicht ab. Ja, okay, auf jeden Fall. Also, sie haben falsche Rolex, das Gold geht schon ab, ne? Ja, das soll man. Also, auf jeden Fall ein sympathischer Typ, aber. Da kommt echt sympathisch rüber, also ohne Spaß. So wahre Worte, was der hier raushaut. Killer. Ja, oft auch in meinen Videos sehe ich oft gefälschte Ohren so. Ja, natürlich, sehe ich sofort. Ja. Das Gold geht meistens ab bei denen. Und wenn sie in Wasser gehen, gehen sie unter, weil die Uhr voll läuft. Okay. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, den Kontostand. Ich frage jetzt nicht, wie viele hat Leute. Das werden kann wir ich zeigen. Das werden wir kann uns ich mal angucken. Ja, natürlich, dann, ne? Kein Problem. Weil die Leute, weil wenn man was sagt, ja, weißt du, die glauben das immer nicht. Können sie gerne sehen. Ja, okay. Okay, perfekt, Mike. Was haben wir noch? Die Brille haben wir noch. Die Uhr haben wir. Ah ja, die Uhr. Leute. Die Uhr ist Platin, die kostet 170.000, die ist voll besetzt mit Brillanten. Ringsrum mit Brillanten. Bruder, 170.000. Aber gebt euch mal, wie krass die Uhr aussieht. Da sind rundherum echt überall so Diamanten drauf, Brillanten, was auch immer. Audemars Piguet. Auch hier mit Brillanten. An jeder Ecke Brillanten. Du musst an jeder Ecke Brillanten anbauen lassen. Krass. Wenn mal Einstein ab. 170.000 für eine Uhr. 170.000. Fällt. Kommt neuer rein. Kommt neuer aber rein. Kommt, das da passiert, glaube ich, bei dieser Uhr nicht. Nee, okay. 170.000 Euro, ne? Ja. Wo hast du die her? Gekauft. Ah ja, wo gekauft? So. Die habe ich in London, die habe ich hier gekauft in Düsseldorf, die Köln. Düsseldorf, aber Köln. Und die musste auch angefertigt werden oder nein, gab nein, sie nein, schon? Die gab sie schon so. Ah ja, okay. Die hat mir jemand sich bestellt und hat sie auch nicht abgeholt. Sicherlich auch so ein Spender, der wollte wichtig machen und hat diese Uhr bestellt ohne Anzahlung. Was haben sie selber Schulden, hat sie nicht abgeholt, habe ich sie genommen. Hast du die genommen? Mhm. Hast das Kaufhaus so ein bisschen entlastet da so, ne? Das kann man so sagen. Ja, okay. Okay, was haben wir noch? Brille kostet 200, glaube ich. 200 Carrera. Ich habe mehrere Sonnenbrillen, die auch 2.000, 3.000 kosten, aber das ist meine Lieblingsbrille. Die Carrera, ne? Steht ja auch sehr gut. Trägt sich gut und alles bestens. Ja, okay, super. Dann, Leute, er hat ja gesagt, er hat ein GTS. Bist du mit dem Wagen zufällig hier? Da bin ich hier, ja.
bisschen bin. Und wäre es möglich, dass wir uns den mal angucken? Ja, klar, kein Problem, können wir hingehen. Okay, wo hast du denn geparkt? Okay, Leute, wir checken das jetzt mal ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Peace. So, ich glaube, wir sind schon angekommen, Leute. Ist das dein Auto? Ja. MM für Milliarden-Mike. Leute, Mercedes GTS. Wie nennt man die Farbe? Perlweiß oder? Nee, das ist ein geiles Auto. Perlmuttweiß ist es, oder? Ich denke mal. Das ist Perlmuttweiß, in den Sonnen sieht man das. Perlmuttweiß. Und da steht Prinz drauf. Hier nochmal, Milliarden-Mike Prinz. Geiler Wagen. Auch die Felgen in weiß, ich feier das. Also die Felgen feiere ich überhaupt nicht. Das sagt er auf jeden Fall nur fürs Video. Sieht ja grottenhässlich aus. Müsst ihr schon mal zugeben, was ist das? Die Ausstattung, alles in weiß und das ist eine Sonderanfertigung gewesen, die gibt's doch nicht. Ja, zeig mal einmal rein hier. Innenausstattung, Leute, komplett in weiß, extra ein... Also die Innenausstattung in weiß gefällt mir auch, gefällt mir gar nicht. Also, sieht übertrieben hässlich aus. Ja, an sich, weiß allgemein, weiße Innenausstattungen sehen zum Teil eigentlich meistens scheiße aus. Und zum Pflegen, also vom Pflege brauchen wir gar nicht erst anfangen. Angefertigt für dich auch, oder? Ah, okay. Und warum, hier hast du noch die... Folie drauf, ist ja neu. Der ist neu, der Wagen? Der ist ein halbes Jahr alt. Ach, halbes Jahr ist er alt. Ah, okay. Hast du noch irgendwas im Auto, was man so zeigen kann? Nö, außer meine Sonnenbrille. Ach so, Sonnenbrille, ja. Ja, okay, schönes Auto auf jeden Fall, Leute. Okay, Mike, ich habe ja schon gesehen, ein teures Outfit. Leute, Gesamtpreis von seinem Outfit blende ich jetzt hier mal ein. Du hast ein teures Auto, teures Outfit. Darf ich dich fragen, wie du das alles gemacht hast? Oder du, ganz ehrlich, durch Bescheißen. Durch Bescheißen? Bescheißen, die meisten stehen da nicht zu. Ich habe früher habe ich mal drei Brüder kennengelernt, die sind etliche Milliarden schwer. Jeder weiß, wer es ist. Einer ist durch tot, zwei ist mittlerweile tot. Da habe ich fast 100 Millionen weggenommen. 100 Millionen? Ich war früher Anlageberater und habe ihn 100 Millionen so. Killer Typ, der haut einfach auf die Fresse. Ich habe den das Geld aus der Tasche gezogen. Lageberater. Kranker Typ. Aber der haut auf jeden Fall mal kurz raus. So bin ich Millionär geworden. Durch Bescheißen. Okay, und musstest du das nicht bezahlen, oder? Nee, kann man alles in meinem Buch nachlesen. Ja. Er hat mich damals nicht angezeigt. Das Ganze ist aufgeflogen durch meinen Bruder, weil mein Bruder zu gierig war. Aber er hat nie Anzeige gemacht. Der Typ hat nie Anzeige? Nein, aber trotzdem wurde ich angeklagt und habe dafür 6 Jahre bekommen. Ja. Aus Geld braucht ihr nicht zurückzugeben. Weil er war zufrieden, weil ich keine Aussage gemacht habe, dass er da Steuern nachbezahlen müssen. So, das kann man alles in meinem Buch nachlesen. Weißt du, viele spinnen ja auch und behaupten irgendwas. Bloß bei mir gibt es in meinem Buch gibt's Aktenzeichen. Da kann man nachlesen. Kann man zu Gericht sehen. Ja. Was ich jetzt erzähle, ist, dass es die Wahrheit ist. Also du hast ihn sozusagen, sag ich mal, ein bisschen ausgetrickst, so, ne? Ich habe ihn ausgetrickst und habe ihn 100 Millionen weggenommen. 100 Millionen. 100 Millionen. Krank. Das ist ja auch nicht gerade viel, da kann man gerade ein bisschen von nehmen, ne? Aber die meisten stehen nicht dazu. Die ganze Welt bescheißen, betrügt. Jeder betrügt. Es gibt keinen Menschen, der nicht auf diesem Planeten betrügt. Angefangen bin ich bei Karstadt als. Also das stimmt schon, jeder betrügt überall. Und ja, die meisten Handwerker oder so machen die Hälfte schwarz. Ihr wisst, was er meint. Das stimmt schon. An die Kasse, einen Schein für Karstadt, einen Schein für mich. Ja, natürlich. Hast du immer nur so die Hälfte ab? Einen für mich. Heute geht es natürlich nicht mehr, das sind drei Kameras, aber so kann man es natürlich auch machen. Ne? Ja, okay. Hoffen wir mal, dass Karstadt das jetzt nicht sieht. Na, können Sie schon 30 Jahre her. Ja, wenn, dann zahlst du es mit Schlacht zurück, so, ne? Das war ja 10.000 oder war ja nicht so viel da, oder? Das ist kein Problem. Ja, easy. Okay, Mike, was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast ja noch mehrere Autos, mehrere Outfits. Ja. Wäre es vielleicht mal möglich, dass wir mal irgendwie zu dir fahren und uns mal irgendwie ein paar Klamotten angucken können? Klar, kein Problem. Echt jetzt? Ja. Alles da, Netz, was du willst. Also das heißt, wir können zu dir nach Hause kommen, einmal so ein bisschen ein paar Sachen zeigen? Klar, kein Problem. Okay, das wär echt top, Leute. Also wenn ihr Bock drauf habt, dass wir mal zu ihm nach Hause fahren und mal gucken, was er so alles am Start hat, schreibt es in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei dir zu Hause. Alles kein Problem, könnt ihr gucken, ja. Geil. Ja, wie gesagt, also an sich eigentlich echt ein sympathischer Typ. Und der steht zu seiner Scheiße, was der gemacht hat, krank. Auf jeden Fall krank. Ja, wie gesagt, die Sache mit dem Nachhausegehen hat sich auf jeden Fall vorerst erledigt, weil der junge Milliarden-Mike sitzt wieder in U-Haft.
keine Ahnung, Geldwäsche, Betrug, dies, das. Wahrscheinlich war das Geld, waren Blüten oder was weiß ich. Ja, der wurde auf jeden Fall wieder angeklagt und ja. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.